Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im wunderbaren Maximilianeum, in dem es heute natürlich um den vermeintlichen politischen Aufreger dieses Wochenendes geht. Die große Demonstration in Erding gegen den Heizhammer, das Gebäudeenergiegesetz der Ampel und die anschließende Medienberichterstattung, diesen Hype um die dortigen Reden von Markus Söder, von Hubert Aiwanger, vom Bauernverbandspräsidenten und anderen mehr, wie ihr euch vorstellen könnt, hat uns dazu natürlich eine ganze Latte an Rückfragen erreicht. Ich greife stellvertretend, weil sie am allgemeinsten formuliert war, mal diejenige von dir, liebe Brigitte, aus, die aus Dachau geschrieben hat und ganz allgemein formuliert hat, wie steht ihr denn als FW-Regierungsfraktion zu diesem Auftritt eures Parteichefs in Erding? Ich will mich, Brigitte, da aber nicht wegducken, auch vor den ganzen anderen Fragen, die danach gefragt haben, beispielsweise, ob Huberts Rede da jetzt gespalten hätte in Erding, die wissen wollen, was ich gemeint habe, wenn ich auf Bayern 1 gesagt habe, mir kommt es ein bisschen wie eine Kampagne vor und ich will auch denen nicht ausweichen, die fragen, ob wir Freien Wähler da am rechten Rand fischen, deshalb, weil wir da als Regierungsfraktion eine ganz klare Position haben. Ich fange vielleicht, Brigitte, mit der Frage, was mich betrifft, nach der Kampagne an. Was meine ich damit, wenn ich sage, mir kommt es schon ein bisschen wie eine schräge Kampagne vor? Ich meine damit, dass es schon irgendwie bemerkenswert ist, wenn eine Veranstaltung, auf der sowohl der bayerische Ministerpräsident Markus Söder als auch der FDP-Chef Martin Hagen, der Bauernverbandspräsident Günter Felsner, Hubert Aiwanger, aber auch Vertreter des Mittelstandes, viele verschiedene Branchenvertreter vom Kaminkehrer bis zum Metzger, zum Bäcker gesprochen haben, im Nachhinein zu einer rechtslastigen Veranstaltung erklärt wird, weil dort mal Markus Söder ausgepfiffen worden ist und Hubert Aiwanger gefeiert worden ist. Nach meiner Kenntnis, Brigitte, war es in Erding ja sogar so, dass die AfD eine Gegendemo gegen diese Veranstaltung gemacht hat. Warum? Weil sie von der eigentlichen Veranstaltung, wie ich finde, sehr zu Recht ausgeschlossen worden ist, weil man da keine AfDler haben wollte, die AfDler dort weggeschickt hat. Und dann ist es natürlich schon irgendwie ein bisschen eine krude These im Nachhinein, nur weil Aiwanger dort gut ankam und andere vielleicht nicht so gut ankamen, zu sagen, das war irgendwie eine Rechtsaußenveranstaltung gewesen. Und ganz ehrlich, wenn man, weil es jetzt ja immer an der Wortwahl aufgehängt wird, Aussage ist ja immer, was Aiwanger gesagt hat, ist in der Sache schon richtig, aber die Wortwahl, wenn man sich mal die Wortwahl anderer Spitzenpolitiker in den letzten Wochen und Monaten vor Augen führt, da war die Rede von Bayern dürfe kein Zwangsstaat werden, müsse ein Freistaat bleiben, da war die Rede von Gender Gaga, da war die Rede in ähnlich deutlichen Formulierungen zu verschiedenen Themen, vom Heizhammer bis sonst wohin, dann glaube ich, hätte da auch die ein oder andere Formulierung eine Kampagne hergegeben. Die Kampagne hat aber nicht stattgefunden. Die findet jetzt statt, wo der Hubert Aiwanger ganz gut angekommen ist, bei den Menschen übrigens nicht nur in Erding, sondern auch schon die letzten Wochen und Monate in ganz vielen verschiedenen Formaten. Will also sagen, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, Brigitte, dass ein Teil der dann vielleicht auch eher gespielten Empörung damit zusammenhängen könnte, dass man ein bisschen Sorge hat in einem Wahljahr um die Stammtischhoheit in Bayern und dass man merkt, dass der ein oder andere, der so in der Straußschiene seit Jahrzehnten unterwegs ist, im Moment das Gefühl hat, vielleicht steckt in diesem Aiwanger ein bisschen mehr Strauß als im ein oder anderen CSUler und daher jetzt versucht, das Ganze nach rechts zu rücken, aus Sorge darum, dass da etwas die Stammtischhoheit verloren geht. Und ja, ich glaube, es gehört dann auch zur Wahrheit, Stichwort Kampagne, Brigitte, sich mal zu fragen, wenn es dann immer heißt, das würde jetzt am rechten Rand gefischt sein, wieso niemand beispielsweise die Grünen fragt, ob sie am linken Rand fischen, wenn sie sich mit selbsternannten Klimarebellen, Klimaklebern solidarisieren und so weiter, oder ob es nicht eher der Versuch ist, Menschen, die in Richtung Ränder tendiert sind, wieder in die politische Mitte zurückzuholen. Deshalb also schon ein bisschen das Gefühl, da geht es nicht so sehr
um das, was der Hubert Aiwanger gesagt hat, sondern da geht es auch ein bisschen um die Sorge darum, dass der Hubert Aiwanger vielleicht beim Mittelstand, bei der Landwirtschaft, bei den Menschen im Herzen Bayerns, der Mitte der Gesellschaft, das gesagt hat, in einer Sprache gesagt hat, wie es gut verstanden wird, was die Menschen auch so sehen und deshalb da bei den Menschen ganz gut ankommt. Zweitens vielleicht, Brigitte, zur Frage, was hat er denn gesagt, der Hubert Aiwanger? Weil die große Aufregung ja um dieses Zitat ist, die Demokratie zurückholen und jetzt so getan wird, als wäre Hubert Aiwanger irgendein Irrer, der quasi nachts aufwacht und den Staatsstreich plant. Ich glaube, es gibt auch das zeigt, dass es eine Kampagne ist, keinen einzigen Menschen in Bayern, der das wirklich glaubt. Was war also gesagt und was war ganz sicher damit gemeint? Gemeint ist schon, dass in den letzten Wochen und Monaten, und das muss diese Ampel-Chaos-Regierung im Bund sich auch gefallen lassen, eine ganze Reihe von politischen Entscheidungen gefallen sind, von denen wir in seriösen Umfragen erhoben wissen, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen in Deutschland und noch mehr Menschen in Bayern diese Entscheidungen für falsch halten. Ausstieg aus der Atomenergie auf dem Höhepunkt der Energiekrise, Gebäudeenergiegesetz, Sanierungszwang, Heizungsverbot, viele andere solche Entscheidungen, von der Erbschaftssteuer ganz zu schweigen mehr, bei denen klar ist, 80%, 90% der Menschen in Deutschland wollen das, was die Ampel beschlossen hat, nicht. Und trotzdem sollen diese Gesetze durchgeboxt werden. Und dann geht es vielleicht nicht darum, die Demokratie zurückzuholen. Denn es ist natürlich demokratisch, rechtlich, legal, dass eine Regierung die gewählten Gesetze auf den Weg bringt. Aber man kann schon hinterfragen, ob es demokratisch legitim ist, dauerhaft Politik an 80% der Menschen vorbeizumachen, gegen den artikulierten Willen von 80% der Menschen Politik zu gestalten. Und dann muss man, wenn schon nicht die Demokratie, mindestens auch als bürgerlich-liberale Kräfte wieder ein bisschen die Diskurshoheit in der öffentlichen Meinungsbildung sich zurückholen, die zurückgewinnen, sodass nicht eine Minderheit, die sich laut artikuliert, dauerhaft Recht hat in der politischen Debatte, sondern dass auch die große Mehrheit, diese 80%, die die Dinge sehen, wie wir bürgerlich-liberale, wie unsere Bayern-Koalition, dass auch die in der politischen Debatte entsprechend gehört werden. Und wenn man es so einordnet und sich mal fein ziseliert auf der Zunge zergehen lässt, was da gesagt worden ist, dann ehrlicherweise stellt sich schon auch ein bisschen die Frage, wo da am Ende des Tages dann dieser vermeintliche Skandal liegen soll. Und dann sieht man, dass es vielleicht schon eher ein bisschen um eine Kampagne geht. Zur Frage, Brigitte, auch der weiche ich nicht aus, spaltet das denn jetzt, was der Hubert Aiwanger da macht? Das finde ich ehrlicherweise eine ganz besonders absurde Frage. Denn es ist ja nicht der Hubert Aiwanger und seine markanten Sprüche in Erding, die dafür gesorgt haben, dass da Zehntausende auf die Demo gekommen sind. Hubert Aiwanger ist ja nicht schuld daran, mit seinen Aussagen, dass wir diese Debatte führen. Also die Spaltung kommt doch nicht von demjenigen, der etwas kritisiert, sondern die Spaltung, die Angst der Menschen, die kommt daher, dass im Moment auf Berliner Ebene, auf Ebene der Ampel-Bundesregierung chaotische Politik gemacht wird. Das macht den Menschen Angst, das sorgt für die Spaltung in der Gesellschaft. Da darf man also nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Es ist irgendwie schon absurd, diejenigen, die Entscheidungen kritisieren, die 80% der Menschen falsch finden, jetzt als Spalter darzustellen und nicht diejenigen, die diese Entscheidungen getroffen haben. Also das finde ich am Ende des Tages, wenn man auch das mal in aller Ruhe betrachtet, ein bisschen den Rauch vom Wochenende da sich setzen lässt, relativ klar, dass man sicher nicht im Hubert Aiwanger die Spaltung vorwerfen kann. Diejenigen, die gerade bis zu 20% der Menschen laut Umfragen in Deutschland in die Hände der Rechten treiben, denen die Menschen zutreiben, das sind diejenigen, die diese Politik in Berlin verantworten, die dafür sorgt, und ganz sicher nicht diejenigen, die am Ende des Tages Kritik daran üben, dass genau das geschieht, wie Hubert Aiwanger das in Erding getan hat. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, liebe Brigitte, weil es jetzt immer heißt, Fischen am rechten Rand, und mir das besonders wehtut als jemand, der bekanntermaßen als einer der schärfsten AfD-Kritiker hier im Parlament gilt, als einer, der dieser Gurkentruppe unter uns gesprochen am Ende immer am ärgsten die Leviten gelesen hat in den letzten 4,5 Jahren. Ich glaube, auch darüber müssen wir mal reden. Unter dem Eindruck von Umfragen, in denen 18% der Menschen in Deutschland, also fast jeder fünfte Wähler in Umfragen angeben, sie sind frustriert, sie haben kein Vertrauen in das politische System, sie wollen beim nächsten Mal AfD wählen. Können wir es uns, Brigitte, denn wirklich erlauben, als aufrechte Demokratinnen und Demokraten zu sagen, jeder fünfte Wähler
Jeder fünfte Wähler, 20%, 2 aus 10, ist für diese Demokratie verloren und abgeschrieben. Und wenn die sich treffen, dann dürfen wir da gar nicht mehr hingehen, weil das sind ja die Bösen außerhalb des Systems. Können wir es uns wirklich erlauben, 2 von 10 für unseren Staat und unser demokratisches System abzuschreiben? Ich fürchte, das können wir nicht, Brigitte, wenn es gut weitergehen soll in unserem Land. Wir müssen, und das ist der Auftrag eines jeden Demokraten, versuchen, so viele von denen wie möglich wieder aus diesem rechten Rand, von den rechten Spinnern wegzukriegen und zurück in die politische Mitte zu holen. Das ist unser Auftrag, und das zu versuchen, das ist bei Gott nicht Fischen am rechten Rand, sondern das ist die Pflicht eines jeden Demokraten, denjenigen, die sich verirrt haben, die irgendwelchen rechten Rattenfängern, politischen Geschäftemachern, Spinnern nachlaufen, zurückzuholen in die politische Mitte. Ich glaube, wir dürfen die gar nicht abschreiben, weil wir es uns nicht erlauben können, ein Fünftel der Wähler für unseren Staat, für unsere Demokratie abzuschreiben. Wir müssen die zurückholen, und ehrlicherweise werden wir die nicht zurückholen, wenn wir die isolieren und nur von der AfD bespielen lassen, sondern wir müssen die mit Argumenten, nicht indem wir die AfD kopieren, sondern indem wir die Menschen wieder abholen und zurück in die politische Mitte holen, wieder gewinnen für unsere Demokratie. Und da sage ich auch ganz deutlich, ist mir jeder lieber, der den Hubert Aiwanger wählt und den wir über Hubert Aiwanger zurückgewinnen für die politische Mitte, als jemand, der Spinnern von der AfD und anderen nachläuft. Auch das, glaube ich, muss man an der Stelle mal klar sagen, von wegen Fischen am rechten Rand. Es ist der Auftrag von uns als Demokraten, nicht zu akzeptieren, dass 20% der AfD nachlaufen, sondern alles zu unternehmen, so viele wie möglich, die sich auf diesem Irrweg befinden, wieder zurückzuholen. Holen in die politische Mitte, wo unsere politische Heimat ist. So viel, Brigitte, zu deiner Frage, zu all den anderen Fragen, die uns zu diesem Thema in den letzten Tagen erreicht haben. Scheint die Menschen zu bewegen. Wichtige Debatte, wichtig aber auch, da nicht der ein oder anderen Kampagne auf den Leim zu gehen, sondern das mal in aller Ruhe so einzuordnen, wie ich versucht habe, das zu tun. In diesem Sinne, so viel zu diesem Fragenkomplex. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer. Postet die unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder melde aus dem Badischen Landtag und wenn es wieder heißt, frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.